Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 565 von The Witcher 3 Wild Hunt. Part 42 vom Add-on Blood & Wine. Und seht euch das mal an. Ich habe jetzt hier oben links, ja, wir haben jetzt mal ganz gemütliche neun dauerhafte Buffs, die ungefähr eine Stunde, also circa eine Stunde gehen oder sogar länger. Es ist Wahnsinn, oder? Seht euch das an. Mehr EP, mehr Schaden, mehr, was weiß ich, alles mögliche. Mehr Rüstung, mehr Ausdauer. Es ist der absolute Knaller. Buffs ohne Ende, sag ich mal. Ja, das geht halt mit dieser Skillung, wie wir es halt die ganze Zeit machen. Und jetzt den Reginald-Buff dabei und die Verzauberung drauf und was weiß ich nicht alles. Es ist absolut krank. Und jetzt könnte ich noch die ganz guten Tränke da nutzen. Na, da ist eine Schnellreisefunktion. Dann gibt es hier noch Tränke, die zum Beispiel jetzt der Vollmond ist ja ganz gut. Den könnten wir jetzt bald mal testen. Schwarzes Blut, Vollmond. Haben wir hier goldener Pirol und Vollmond. Das interessiert mich mal, weil Vollmond ja jetzt Vergiftung, so wie ich vergiftet bin, so heilt es mich pro Sekunde, nehme ich mal an. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so abläuft. Das müssen wir gleich mal testen, wenn wir im nächsten Kampf sind. Wir machen hier weiter mit Weinfäden Belgard und den Fragezeichen, so wie ich es schon im letzten Part angekündigt hatte. Und da gehen wir mal hier hin, gucken mal, was sie meinen, was hier los ist. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Gut, ich helfe euch, reden wir über den Lohn, ich denke drüber nach. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Wie wär's mit einem 10. Buff? Das wäre ganz geil. Kümmere dich um die Probleme auf dem Belgard-Weingut. Achso, und das sind vielleicht die Fragezeichen, die ich eben mir angucken wollte. Ja, gucken wir einfach mal, wie das jetzt so läuft. Dann kann ich mich auch gleich mal heilen und so. Gehen wir einfach mal zum ersten Ding, das hier angezeigt wird. Brot lässt dich springen. Was? Monsterbefall auf Weingüter. Neue Markierung. Ja, machen wir. Ich würde mich ganz gern mal hitten lassen sogar. Ah, entriger Arbeiter. Ja, machen wir mal. Komm, hitte mich mal bitte. Ich will das jetzt mal testen. So, bam. Komm, nochmal. Ich will es gerade an euch testen. So, machen wir mal den oberen Drang. Vollmond. So, und der soll mich jetzt angeblich immer da... Ich bin vergiftet. Aber das ist natürlich jetzt doof. Das wirkt dem Ganzen ein bisschen entgegen. Ansonsten müsste es mich eigentlich... Nee, was bringt Vollmond jetzt genau? Da bin ich jetzt doch überfragt. Habe ich doch einen Fehler gemacht. Heilt es mich nur um die Vergiftung einmal, oder was? Das ist natürlich doof. Dann ist Vollmond blöde. Was bringt das an sich eigentlich? Das war ja nur der sekundäre Skill. Aha. Achso, Vollmond habe ich ja hier rechts. Gucken wir doch direkt mal rein. Angeblich soll es mich doch heilen. So, überlegener Vollmond. Erhöht die maximale Vitalität, verlängerte Wirkdauer, regeneriert Vitalität in Höhe der aktuell eigenen Vergiftung. Ja, nur wie lang? Einmal oder was? Irgendwie ist der Trank auch gar nicht... Doch, der ist doch geschluckt. Aber warum habe ich nur so wenig Vitalität? Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich müsste eigentlich wesentlich mehr Vitalität haben. Komisch. Das finde ich gerade komisch. Doch, da läuft denn irgendeine Regeneration. Keine Ahnung. Komm, da kümmern wir uns jetzt mal drum. Es wird geschlachtet hier. Bam. Jo, ich bin bös vergiftet. Läuft ja super. So, goldener Pirol. Der hilft hier schon besser, denke ich mal. So, ja, der ist echt richtig mächtig. Da kann ich ruhig vergiftet sein. Das interessiert mich alles gar nicht. Gift ist jetzt kein Problem mehr für mich. Danke wieder für den Tipp. Ja, hier geht's richtig ab. So, jetzt kriegen wir noch weniger Schaden. Jetzt läuft die Party hier richtig. Komm, nicht so da rumschreien, ist doch alles cool hier. Achso, der lebt noch. So, alle cool, alle wieder beisammen. Komm, ihr könnt alle ganz locker bleiben. Was war das, ein Geschrei gerade, oder? Wahnsinn. So, oh, wir haben schon eins erledigt. Ich denke, das war schon, oder? Ich muss das zerstören, wenn ich die loswerden möchte. So, in ein Tagebuch noch. Das lese ich gleich. Tier Pires Tagebuch. Thierry Pires.
Teil eines Tagesbuch, ja, nur die letzten bla 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 sind lesbar. Ich habe jeden Tag verflucht, an dem ich vor Graf Crespi buckeln und mich abrackern musste. Jetzt verfluche ich jeden Tag, an dem ich ihm nicht dienen kann. Jetzt verstehe ich, warum er so schroff, so herrisch und so schnell verärgert war. Man kann nicht ruhig und gut gelaunt sein, wenn es jeden Tag so viele Probleme auf dem Weingut gibt. Jetzt muss ich mich als Verwalter von Belgard um jenes Problem kümmern. Der Geologe, den der Graf vor seinem tragischen Tod angeheuert hatte, ist verschwunden. Mit ihm ist auch der prall gefüllte Beutel mit Kronen verschwunden, die wir, ja, bla bla bla, ja. Und dann gibt's wohl wieder eine Belohnung. Oder auch nicht. Eine Quest, dachte ich eher. Oh, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie nicht. Vielleicht habe ich es jetzt auch nicht richtig gelesen. Keine Ahnung, machen wir einfach mal weiter. Das Ding hier ist ewig weit weg. Kann ich jetzt kein neues? Ah, ich kann wieder keins anklicken. Ich kann sie nicht durchklicken, wie das vorher mal ging. Ich glaube, das ist auch ein Bug, der sich jetzt da so eingeschlichen hat. Wo sind die denn? Ah, das sind die Fragezeichen, die ich mir eh ansehen wollte, oder? Ziemlich genau sogar. Zwei. Ah, das da hinten nicht. Och, das ist ja ewig weit weg. Hm, dann machen wir es eher so, dass ich mal das Fragezeichen angucke. Das, das, das. Und dann gehen wir hier so runden. Irgendwo wird schon nochmal eine Schnellreise sein. Und dann können wir da so weitermachen. So ist es. Oder gehe ich hier die ganze... Ich könnte natürlich auch hier so eine richtige Runde gehen. Ja, komm, dann machen wir es halt so. Also zuerst das Fragezeichen hier. So. Jetzt darf ich natürlich mich nicht irritieren lassen von den ganzen... von dem ganzen anderen Käse, der da auf der Karte angezeigt wird. Hm, laufen wir mal in den tiefsten Wald rein. Einfach mal ganz gemütlich. Irgendein Friedhof. Oh, und irgendwelche Geräusche, die mal gar nicht abgehen. Hm. Meer, Schliss, Friedhof, bla... Und so. was mache ich hier schon wieder? Ist wieder ein Eingang, oder was? Ist das wirklich ein Eingang? Das ist ein Eingang. Hier waren wir noch nie, oder was? Ernsthaft? Oder ist das das, wo ich schon mal war? Ist das nicht der Friedhof, wo die Hauptquest da gestartet ist? Wo sich Regis und so versteckt hat? Stimmt eigentlich. Was ist mit Regis? Chillt ihr vielleicht wieder hier? Ja, das ist der Friedhof, klar. Kann ich hier rein? Ist Regis am Start? Nur mal ganz kurz gucken, der soll sich ja um diesen Typen da kümmern, ob er Versprechen einhält, ob die jetzt hier chillen oder sowas. Ich denke es ja mal nicht, aber man weiß es ja nie. Hm. Keiner da. Keiner da. Ich kann auch nichts anwählen oder so. Ne, ich kann nur Kerzen ausmachen. Klasse. Hexer, du bist echt fähig. Ja, soll ich mich noch weiter hier umsehen? Ne, vielleicht schlafen die einfach nur. Ich laufe, glaube ich, die falsche Richtung. Moment mal. Was geht hier ab? Irgendwas geht hier ab? Keine Ahnung. Komm, es wird nicht so wichtig sein, was ich da gerade nochmal treibe, oder? Hm, egal. Oh, bin ich erschrocken. Vielen Dank. Hä? Vielen Dank. Was hast denn du für einen Auftrag hier? Ist ja mal geil. Läuft da einfach in der Hütte rum. So, also falsche Richtung. Dann müsste es ja hier rausgehen. Nein, auch nicht. Oh Gott. Ja, hier unten drunter, genau. Hier ging es doch dann hoch. Hoi, hoi, hoi. Schwere Geburt. So, raus hier. Bin ich schon nochmal falsch gegangen? Ah, ne. Hier raus dann. So, jetzt weg hier. Ich habe keinen Bock mehr. So, 180 Meter und dann kommt irgendein Fragezeichen. Wie gesagt, ich traue mich eigentlich jetzt gegen jedes Monster anzutreten. Vollmond, habe ich jetzt den Sinn nicht so ganz verstanden. Auch, ich glaube, das skaliert gar nicht richtig. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Ich habe doch vorher 10.700. Ach, jetzt wird es mir auch richtig angezeigt. Jetzt habe ich 12.250 Leben. Wurde das eben falsch angezeigt oder was ist da los? Hm, vielleicht läuft die Ausdauerregeneration nur jetzt ab, weil es eben falsch war. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Ich werde mich gleich mal... Nee, hitten lassen wird wohl nichts bringen. Ach, keine Ahnung. Jetzt der Trank goldener Pirolen Vollmond. Ja, ne, ist noch am Start. Monsternest. Von wem? Was für Gegner sind da? Ah, irgendwas, was Gift spritzt. Das ist schon mal sehr schön. Stufe 67. Arsche Dingens. Stirb. Sollst sterben. Ja, genau. Sehr schön. Heilung ist immer gut. Jo, da ist der nächste Buff aktiv. 30% weniger Lebensabzug. Sehr geil. Es ist so geil. Also sind wir jetzt bei 10 Buffs. Oh, das ist ganz gemütlich. Oh, 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 nicht so viel explodieren da. Ach Gott, spiele ich so schlecht. Das ist eigentlich so grottenschlecht, wenn man sich so auf den Buffs ausruht, oder? Ja, das geht auch nicht ewig gut, das ist auch klar. Ich wollte gerade sagen, das ist der 11. Buff, aber das war dann doch nur Gift. Warum läuft Gift eigentlich wieder? Oh, wie konnte ich vergiftet sein? Das ist die andere Frage. Wie ging das jetzt?
So, komm, mach einen Wirbelwind, Hexer. Oder, Hexer, komm jetzt. Ja, sind schon nervige Biester, definitiv. So, ich würde gerne ein bisschen looten und so. So, machen wir was. Ja, aber es bringt alles sehr schön Erfahrungspunkte und dann kommen wir... Die Spuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie los. Genau, und da kommen wir gut voran. Sehr schön. Nochmal 100 Erfahrungspunkte, sehr, sehr schön. Großes grünes Mutagen. Wie gesagt, da könnten wir auch noch umwandeln, wenn ich denn andere Mutagene noch bräuchte. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiter vorangehen. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Und was wollte ich mir noch abstottern? Wahnsinn. So, hier wollten wir hin. Nächstes Fragezeichen, bitte. Bin ich mal gespannt. Ein Ort der Macht wäre eigentlich auch wieder ganz nett. Dass wir noch weiter skillen können und dass ich die Mutagene alle freischalten kann und dann euch dann auch mal zeigen kann und so weiter und so fort. Ich bin gerade am überlegen. Ach ne, Quatsch, hatte 9 Buffs, genau. 9 Buffs plus die 2 Tränke. Ich dachte gerade, habe ich da irgendwie Buffs verloren? Ach, ja, miau. Das sind nochmal die Pfaue. Waren doch Pfaue, oder? Keine Ahnung. Irgendwelche Tierchen, die da rummiauen. So, Wildschwein Stufe 73, wie ich sowas liebe in Spielen. Ein Wildschwein ist massiv stärker als irgendein Drache im Hauptspiel. Jo, wer kennt's nicht? So, bam. Hallo. Nein, nicht rumnerven jetzt. So, wir brauchen da, genau, 15% Schadensreduktion. Oh Gott, ist das so nervig wieder. So, wie komme ich gegen die am besten an? Vielleicht mit Art, um sie umzustoßen oder sowas. Jo, genau. Hat ja super geklappt. Wie viele Gegner sind hier eigentlich? 3. Gut, Stufe 73 macht dem nicht so viel Schaden. Euphorie wäre jetzt auch ganz nett, wenn das mal bugfrei funktionieren würde. Ich denke, wenn ihr den Part hier seht, könnte es sein, dass das neue Update, das jetzt schon angekündigt wurde, mittlerweile da ist. Ich denke mal, das wird in der Woche erscheinen, vom 11. bis zum 16. oder was das für eine Woche ist. Ich denke mal, da werden wir das, den Patch sehen, nehme ich doch mal stark an. Und diese Aufnahmen habe ich schon 3, 4, 5 Tage vorher gemacht. So, komm, her jetzt. Oh Gott, was mache ich denn da? So, so sieht's aus. Pferdchen umstoßen, Wildschwein umstoßen. So, sehr schön. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Nein, nicht wirklich, oder? Das war doch ein Fragezeichen, oder? War das kein Fragezeichen? Nein, war kein Fragezeichen. Ich bin noch nicht richtig. Hier vorne. Ja, ich laufe noch richtig, okay. Gott, bin ich nochmal verwirrt. Ich glaube, ich muss für heute Schluss machen. Vielleicht noch einen Part aufnehmen, dann mache ich Schluss. Dann bin ich so an meinem Ziel, was ich heute aufnehmen wollte. Wann passt das? Eingang, okay. Uah. In der Nähe, was? Aufträge von Winzern. Ach, das ist die Geschichte. In dieser Höhle haust irgendwas Böses. Es hat auch ein Nest. Es hat Fion gefressen. Okay. Habe ich den Auftrag nicht schon mal angenommen? Schwerter auf deinem Rücken trägst du sicher nicht nur zur Zierde. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht. Kommt drauf an. Also, es gibt eine Höhle, die sich ideal als Weinlager eignen würde. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Aber? Nun, dort herrscht schrecklicher Lärm. Von der grässlichen Art der Rassel-Rums-Klopfart. Ich habe vorgestern meinen Gehilfen geschickt, um nachzusehen. Er ist nicht zurückgekommen. Das hat bestimmt mit den Elfenruinen neben der Höhle zu tun. Also, hilfst du mir? Also gut, ich schaue mir das an. Gut, ich sehe mal nach, was in der Höhle lauert. Jo. Ah, Winzauftrag. So kommst du beim Putzen besser an die Decken. Oder in die Decken. Aha. Ach, in die Ecken. Och, was rede ich denn? So, also das müssen wir wohl nicht machen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Sonst lasse ich mich da zu stark ablenken. Gehen wir einfach mal weiter hier hin. Und dort sind ja dann direkt 3 Fragezeichen, die wir direkt auf einmal lösen können. Freue ich mich schon drauf. Also los geht's. Ich dachte eigentlich, das wäre der Spinnenauftrag. Wir haben auch so einen Winzerauftrag da bekommen, wo wir irgendwie eine Spinnenhöhle das säubern sollen. Müsste ich dann auch bald mal noch machen. Das würde eigentlich sich sehr, 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 sehr gut eignen, weil es auch ein bisschen Erfahrungspunkte gibt für die Monster, die ich glaube Stufe 72 oder irgendwas waren. Das konnte ich damals nicht machen, weil ich noch zu niedrig war. Aber jetzt dürfte das ganz gut klappen, jetzt auch mit den ganzen Buffs und so. Ein Bark, sehr schön, kommt her, Stufe 70. Was geben die Viecher eigentlich noch an Erfahrungspunkte? 1102 haben wir jetzt. Interessiert mich nur mal. So ein doofer Wolf, was gibt der? Ja, genau. Oh, meine Rüstung ist beschädigt, das ist natürlich weniger cool. So, jetzt haben wir einen getötet. 1102 hatten wir, glaube ich. 1113 war das jetzt. Ja, super. Gut, dass ich genau hingeguckt habe. 1113, für den habe ich jetzt gar keinen Erfahrungspunkt irgendwie bekommen, also einen. So, und jetzt?
Und für die bekomme ich mehr, für die Wölfe. Oh, was weiß ich. So langsam kommen wir da wieder an eine Grenze, wo es relativ wenig Erfahrungspunkte gibt. Oder relativ normal wieder. Was weiß ich. Keine Ahnung. Wie gesagt, Rüstung beschädigt ist natürlich etwas uncool. Ah, die Tränke laufen auch nicht mehr. Tja, vielleicht hat mich der Trank doch die ganze Zeit geheilt, weil eben der Kampf, klar, es war gegen so Giftviecher, vielleicht auch deswegen. Ich repariere mal ganz kurz meine Ausrüstung und dann machen wir weiter. Oder haben wir noch neue Sachen gefunden? Ist das was? Das hier? Nö, ne? Ne, will ich auf keinen Fall. Ist das was? Ne, will auch keiner auf keinen Fall. Die Armbrust hier ist noch ganz gut. Ich behalte sie jetzt nur, meine Armbrust, wegen der Bärenarmbrust. Vielleicht ist das noch sinnhaft. Das müssen wir gucken, ob es da auch bald ein neues Rezept dafür gibt oder eben nicht. Wenn nicht, dann muss ich da umdenken. So, wie gesagt, dann wollten wir hier noch die Sachen da wieder herstellen. Jo, ab auf die Rüstung. Bringt das was bei den anderen Sachen noch? Wie sieht es da aus mit der Haltbarkeit? 90%, 73%. Jo, knallen wir da noch was drauf. Jo, dann ist es gut. Machen wir weiter. So, halbwegs gut so zumindest. Ist ja egal, muss nicht vollkommen auf 100% sein. Ist ja schon ganz gut, wenn es annähernd in der Richtung ist. So, ein Banditenlager. Oh, gegen die hatten wir ja immer Probleme. Stufe 74, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie wir uns da schlagen. So, da ist jetzt natürlich wichtig, dass ich die 30% Schadensreduktion reinbekomme. Oh, das war Gwen. Hat direkt mal genutzt. Jo, bis jetzt läuft das super. Vom Schaden her. Hä? Was ist denn da los? Ich bekomme hier gar keinen Schaden. Was soll das? Ah, jetzt habe ich nur Schaden bekommen. Warum habe ich so selten jetzt Schaden bekommen? Komisch, oder? Das war ja Wahnsinn. Habe ich jetzt mit was ganz anderem gerechnet? Mir war doch vorher so anfällig gegen die. Ah, jetzt geht es so langsam wieder los. Ja gut, Greifenabsud wirkt so langsam. Die 45% Reduktion wirkt. Jo, sehr überraschend, oder? Das läuft ja jetzt mal richtig geil. Schlecht. Komm her, komm her. So, was können wir hier machen? Jo, machen wir noch den Zauber hier. Bam, fall um, habe ich gesagt. Also, so, habe ich nicht gesagt, habe ich gedacht. So, komm jetzt, mach was. Das war dämlich. Das war super dämlich. So, bam. Oh, jetzt lasse ich mich da noch sinnlos hitten und sterbe wahrscheinlich noch. Ah, ich hasse die dumme Arroganz. Wie kann man so behindert sein, so solche Fehler zu machen? So, bam, schöner Treffer. Ich bekomme eigentlich relativ wenig Heilung mittlerweile. Muss man ja auch mal sagen. Das, was ich die ganze Zeit als Quenn-Schild da empfinde, sind die 45%, nehme ich mal stark an. Ah, die Musik wieder, sehr geil. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, keine Ahnung. Wieder vergessen. Ja genau, es müssen die 45% sein. Wo ich die ganze Zeit denke, das ist wie ein Quenn-Schild. So, bam, aber trotzdem, die sind 4 Stufen oder was über mir, oder? Sind sie doch, oder? Glaube ich. Was haben wir für eine Stufe? Ja, 70. 4 Stufen über mir und wir hauen die so weg. Das ist ja absolut irre. Ja, der Regional-Buff. Vielleicht bringt der auch was in der Defensive. Ich weiß es gar nicht genau. Könnten wir eigentlich jetzt mal gerade gucken. Gott, laber ich nochmal so viel Zeug, oder? Sorry, Leute. So, gucken wir mal. Vielleicht bringt der aber mehrere Sachen. Könnte ja sein. Wo ist hier Rüstung? Resistenz gegen 79% standardmäßig. War das so hoch? Echt? 79%. Das behalte ich mal im Auge, wenn wir den Reginald-Buff da wiederholen. Vielleicht macht der mehrere Sachen, setzt der vielleicht noch um. Vielleicht überall so ein bisschen. Ausdauerregeneration, Vitalitätsregeneration, was weiß ich. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was er bringt. Ich habe mir nur sagen gelassen, dass er richtig gut sein soll. So, was ist hier? Irgendwelche Notizen von irgendeinem Assistent. Die lese ich aber jetzt nicht alle. Interessiert mich nicht. Wer das lesen will, kann das gerne machen. War auch anscheinend nicht wichtig, ist nichts Neues aufgeblockt, gar nichts. Schema, Wächterhandschuhe, in Toussaint-Farben, irgendwelches Tagebücher, vielleicht sind die wichtig. Noel, bla bla bla, pfui Teufel, was weiß ich, Studenten, Substanzen, Mayonnaise, irgendein Schwachsinn. Das wird wohl jetzt wirklich nicht wichtig gewesen sein, außer es wäre was für die Hexerausrüstung, aber nein, da passiert auch nichts. Ist keine neue Quest aufgeblockt. Jo, und jetzt sind wir eigentlich schon ganz in der Nähe zu diesem neuen Quest-Teil. Aber es geht jetzt echt schnell mit der Erfahrungspunkte auf dem Levelaufstieg. Ja, das ist gut, das ging die ganze Zeit sehr schnell. Wenn man 1200 Erfahrungspunkte bekommt, dann geht's halt schnell. Da im Hauptquest-Teil. So, und jetzt machen wir noch das letzte, also für heute, den Nebenquest-Teil hier. Personen in Not, okay, da soll man jemandem helfen. Sind das Banditen wieder? Jo, wahrscheinlich.
So, da kommt mal her. Stufe 70, das ist schon angenehmer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen in dem Kampf. So, die wollen da irgendwen töten, der irgendwas mit dem Weingut zu tun hat. Ha, nicht mit mir. So, jo, Schaden ist echt überschaubar. Ich kann einfach sinnlos draufmitteln. Jo, alles klar. Nein, nerv nicht. Oh, 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 das sollte nicht nur Schwachsinn machen. So, bam, der erste ist down, sehr schön. So, schwerer Angriff, heilt mich ein bisschen, oder auch nicht. So, komm, mach was, Hexer. Oh, wie dumm. Aber meine Ausdauerregeneration ist wirklich deutlich höher, das merkt man doch relativ deutlich. So, da sind noch zwei Burschen, die ein bisschen mit dem Bogen durch die Gegend ballern. So, komm, mach was, sehr schön. Oh, doch ein Treffer. Oh, sofortiger Tod, 20.000 Schaden, sehr geil. Auch das ist richtig wertvoll geworden. Wertvoller, als ich es eigentlich eingeschätzt hätte. Gut, es trifft nicht so oft zu. Vielleicht irgendwas, was ständig zutrifft, ist schon... Ah, ich weiß es nicht genau. Ist schon beides cool irgendwie. Also, damit zu spielen oder auch ohne das zu spielen, ich weiß es nicht. Was rede ich eigentlich? Das ist totaler Schwachsinn. Yo! Das ist doch mal schön. Schöner Abschluss. Ich danke dir. Ohne dich, tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Oh, dann mach das. Gehen wir, Belgard wartet. Och nö, wir treffen uns dort, ja genau. Ich schau vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Jo, weil mit dem zu reisen will ich jetzt wirklich nicht. Belgard. Ja, ich hoffe, das kriegt er jetzt hin. Ich habe ja gesagt, ich will sie eigentlich immer begleiten. Nicht, dass da was schief geht. Aber ich hoffe, der kriegt das jetzt hin. Kann ja nicht sein, dass das jetzt der Einzige ist, der da entführt wird. Oder der das nicht rafft, darüber zu kommen. Ohne schwerste Beschädigung, sozusagen. Oh ja, so wie der hier zum Beispiel. Wie süßes Wasser da dargestellt wird, oder? Also hier oben auf der Minimap. Fand ich gerade süß, warum auch immer. Oh, da oben sind noch irgendwelche Monster. Die könnten wir uns eigentlich noch gerade ansehen, wenn wir gerade hier sind. Und dann, wie gesagt, machen wir im nächsten Part mit den nächsten Fragezeichen und so weiter. Weiter. Und so weiter, weiter. bin ich nicht irgendwann auch mal wieder überladen? Müsste doch auch bald der Fall sein. Buffs laufen noch ein bisschen. So, irgendwo hier war ein Monster. Die würde ich ganz gern noch... Oh, Stufe 70 Wölfe. Ja, bring dir noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte, bevor ich die jetzt da sinnlos rumlaufen lasse. So, bam. Ich bräuchte mal die Schadensregeneration. Aha, da ist es. Sofortiger Tod. Hat jetzt wieder sehr stark geholfen. Gerade jetzt am Anfang des Kampfes sehr, sehr wichtig. Einfach um mal die Menge ein bisschen zu reduzieren, die da auf mich einprügelt. Jo, aber die 30% laufen auch schon. 45% Schadensreduktion. Komm her. So, bam. Komm, noch einen sofortigen Tod. Wäre schön. Da ist er doch. Sehr schön. Ja, das kommt doch schon häufig vor. So alle 6 Schläge oder sowas habe ich einen sofortigen Tod. Ach so, weil die Adrenalinpunkte auch so hoch sind. Deswegen passiert da auch das öfter. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Also die Skillung passt schon super zusammen, muss man schon sagen. Ja, wir sind nochmal in einem neuen Eingang. Was weiß ich, das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Quest da zu tun. Ich lasse es jetzt mal so offen. Ich gehe jetzt nicht da überall rein, wo ich da denke, reingehen zu müssen. Weil dann werden wir nie fertig. So, und da würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier Schluss. Dann machen wir im nächsten Part, wie gesagt, an der Stelle weiter. Super Überleitung Verabschiedung. Jo, dann machen wir hier weiter und dann werden wir uns weiter um die Fragezeichen kümmern und auch hier um die Quest Weinfäden Belgard, dass das mal abgeschlossen ist. Dann haben wir schon Stufe 71 und da muss ich mal gucken, ungefähr wie wir dann weitermachen. Ob ich mir dann vielleicht die Hexerausrüstung da mal zusammensuche. Sollen wir die Hauptquest weitermachen oder noch ein bisschen die Nebenquest? Ja, sehen wir dann vielleicht dann auch das neue Update da. Ich weiß es nicht genau. Könnten wir auch mal das Turnier da machen. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Ich freue mich drauf und sage bis dann. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.